Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von speedclipping.com. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach die Farbe einer Wand in Photoshop ändern kannst. Viel Spaß! Stell dir vor, es gibt den Fall, du überlegst beispielsweise eine Wand neu zu streichen, kannst dich aber noch nicht genau entscheiden, ja, welche Farbe passt denn jetzt zu den Möbeln oder zur Decke, und früher hätte man einfach gesagt, ja, der Farbton sieht schön aus, machen wir halt so, aber heutzutage mit Photoshop kann man ganz einfach ausprobieren am Computer, ja, wie sieht denn jetzt ein Grünton aus, ein Blauton aus oder so, und heute will ich dir zeigen, wie das funktioniert. Insgesamt ist es wirklich sehr, sehr einfach. Als erstes ist es wichtig, dass wir eine genaue Auswahl treffen von dem Wandbereich. Und dafür verwenden wir in diesem Fall das Pfadwerkzeug. Das können wir mit P aufrufen. Dann klickt man, dann wird der erste Punkt gesetzt. Und mit dem nächsten Punkt, wenn man wieder klickt, werden die beiden dann verbunden. Und so versucht man eine möglichst genaue Auswahl zu treffen. Bei Wänden ist es meistens sehr, sehr einfach, weil Wände sind im Normalfall meistens einfach rechtwinklig. Ich mache jetzt ein bisschen schneller aus Tutorial-Gründen. Hier in die Nähe kommen vom letzten Endpunkt, dann können Sie sehen, die bildet sich so ein kleiner Kreis. Und wenn wir jetzt klicken, wird die Auswahl geschlossen. Wir machen dann einen Rechtsklick und gehen auf Auswahl erstellen und wählen dort einen Radius mit einer Weichkante von ungefähr 0,5 Pixeln. Da 0 Pixel einfach eine sehr scharfe und unnatürliche Kante erzeugen würden. Wir bestätigen das Ganze mit OK und damit eine Auswahl erstellt. Wir gehen dann unten auf Korrekturen, Farbton, Sättigung, klicken die an und sehen, ja, direkt die Auswahl wurde direkt in die Ebenenmaske ausgewählt. Jetzt sehen wir zwar noch nichts, aber wenn wir oben den Farbton verändern, aha, im ausgewählten Bereich verschiebt sich das. Sieht aber jetzt noch nicht so schön aus. Und zwar, wir müssen nämlich unten noch den Haken auf Färben setzen. Und wenn wir das getan haben, dann kann man sowohl den Farbton als auch die Sättigung als auch die Helligkeit verschieben. Wenn man jetzt eher denkt, ja, ich will lieber so ein kräftiges Blau, aber dafür ein bisschen matter. So. Was jetzt natürlich auffällt, dieser Bilderrahmen in der Mitte, der ist auch jetzt eingefärbt worden. Das wollen wir natürlich nicht, weil normalerweise würde ich die Wand ja auch nicht überpinseln, nur weil ein Bilderrahmen hängt. Und wir wählen exakt das gleiche, wir finden das Pfadwerkzeug und erstellen eine Auswahl von dem Bilderrahmen. Ich werde wieder die Ecken abfahren. Wenn dies der Fall ist, gehen wir exakt gleich vor. Wir machen Auswahl erstellen, 0,5 Pixel Radius und haben jetzt eine Auswahl und gehen dann auf Bearbeiten, Fläche füllen, füllen die mit Schwarz, weil auf der Ebenenmaske und alles was schwarz ist, wird nicht dargestellt. Und sehen jetzt, oh, voila, der Bilderrahmen ist jetzt frei. Mit Steuerung D bzw. Command D auf dem Mac heben wir die Auswahl auf und haben jetzt eine grüne Wand. Wenn du dir jetzt aber nicht sicher bist, vielleicht doch nicht lieber eine blaue Wand oder eine gelbe Wand, lässt sich das jetzt ganz einfach machen, weil wir haben ja die Auswahl einmal getroffen. Mit STRG J bzw. Command J auf dem Mac erstellen wir zwei Kopien und können dann einfach, wenn wir in diesen vorderen Bereich klicken, den Farbton ändern. Jetzt vielleicht erstmal blau oder mit einem schönen lila. Und dann kann man natürlich sehr frau sagen, ja, Schatz, willst du jetzt lieber die lila oder die blaue Wand oder doch lieber die grüne? Und ja, das Blau passt doch da hervorragend zu unserem Kissen oder was auch immer, ganz nach Belieben. So, um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, das kann man natürlich auch mit der Decke machen. Wir machen einfach eine schnelle Auswahl von der Decke. Wenn wir jetzt sehen, ah, ich habe den Punkt hier nicht richtig getroffen, dann kann man mit der Steuerungstaste ihn anklicken und dann wieder verschieben. Wir stellen wieder eine Auswahl, machen eine neue Farbensättigungsebene, wählen wieder Färben und färben die Decke um. Was jetzt natürlich wieder auffällt, ja, die Lampe oben. Und wenn ich jetzt denke, ja, natürlich, man könnte jetzt hier durch einzelnes Klicken jeweils versuchen, eine Auswahl zu treffen, aber das würde, naja, sehr eckig werden und nicht so schön. Mit STRG Z gehen wir zurück.
was halt der Standardcode für das Zurücksetzen. Und zwar, wir klicken und ziehen dann weiter mit der Maus. Und zwar mit gedrückter Maustaste und sehen dann, ah, es wird so eine Kurve gezeichnet. Und wenn wir jetzt zum nächsten Punkt klicken, dann wird die automatisch weitergeführt. Jetzt sehen wir so, so toll sieht die aber nicht aus. Und zwar gehen wir dann hin und drücken mit gedrückter Alt-Taste auf diesen geraden Strich, der da weitergeht, und können damit dann die Kurvenform anpassen. So, und außerhalb vom Bildbereich schließen wir es dann einfach wieder, sagen Auswahl erstellen, wieder 0,5 Pixel, dann Fläche füllen mit Schwarz und fertig sind wir. Und jetzt kann man entscheiden, ja, passt die gelbe Wand lieber zum lilanen oder lieber zum pinken oder ja, wozu denn auch immer. So, ich fasse es noch einmal zusammen. Wenn du eine Wand färben willst, was machst du? Du erstellst mit dem Pfadwerkzeug eine Auswahl von dem Bereich, von der Wand, am besten möglichst genau. Wandelst den Pfad dann in eine Auswahl um, am besten mit einem Radius an den Kanten von 0,5 Pixeln, damit es halt mehr natürlich wird. Und wendest das Ganze dann auf eine Farbton-Sättigungsebene an. Da wird das dann als Ebenenmaske übernommen, da ist nämlich nur der Wandbereich ausgewählt wird. Und ganz wichtig ist, dass diese eben halt auf Färben gestellt ist. Dann kannst du dort ganz einfach den Farbton anpassen. Wenn es in der Mitte noch störende Objekte gibt, ganz einfach auch wieder auswählen und dann aber mit schwarzer Farbe füllen, weil diese in der Ebene nicht dargestellt werden. Ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen und weitergebracht. Vielleicht, wenn du das nächste Mal nicht weißt, wie du deine Wand streichen willst, fällt es dir ja wieder ein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das Video liken würdest bzw. den Kanal abonnieren, damit es hier noch weitere Tutorials in nächster Zeit geben wird. Bis zum nächsten Mal.